Hallo meine lieben Aufbaustrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Dawn of Man. Wir sind jetzt endlich wieder im Herbst angekommen und das bedeutet, die Ernte steht ins Haus. Und genau das tun wir jetzt auch gerade eben. Also jetzt wird hier erstmal hier ganz, ganz krass das Roggenfeld hier abgewälzt. Wir sehen, dass wir eine ganze Menge an Jobs zu tun haben. Aber wenn die Leute jetzt hier bei der Sache bleiben, werden sie das hinbekommen. Wir haben es, glaube ich, dieses Mal besser getimed mit der Mauer. Die nächste Mauer machen wir dann, oder den nächsten Mauerabschnitt und den letzten. Damit machen wir dann im Winter. Jetzt muss erstmal das hier alles hier abgeerntet werden. Guck gerade eben, wie es hier um unsere Heuhaufen bestellt ist. Unter Umständen müssen wir halt einfach noch mehr Heu auf den Haufen packen. Wie es aussieht, halten sich jetzt unsere Tiere hier wirklich ganz gut am Leben. Bei den Pferden bin ich mir natürlich alles andere als sicher. Aber vielleicht klappt es bei dem Pferdchen halt auch. Das Feld haben die Leute jetzt hier gleich. Beschleunige das Ganze mal. Ich möchte beobachten, ob sie das hinbekommen. Eine Menge Jobs, die sie hier zu erledigen haben. Eine ganze Menge an Jobs. Noch ein Mensch wurde geboren. Diese Hütte hier braucht nur noch ein paar Steine. Kann es sein, dass ich Steinmangel habe? Ich gerade mal gucken. Ich brauche Stein, habe ich so den Eindruck. Ja, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Irgendwas ist hier ganz doof gerade eben. So, Steine sammeln. Muss auch mal sein. Hab ich nochmal hier so eine Position gesichert. Bin ich ganz sicher. Es scheint so zu sein, als ob Steine fehlen, aber ich weiß es nicht. Momentan kann ich halt diese Leute einfach gar nicht alle unterbringen. Also ich glaube, okay, da ist wieder jemand gestorben, passt schon. Ich glaube, dass wir das schon hinkriegen. Also das hier ist jetzt abgeerntet, das hier ist auch gleich abgeerntet. Die anderen Felder sind alle so ein bisschen angeknabbert, bis auf das hier, das ist noch gar nicht irgendwie tangiert, aber dem werden wir auch noch zu Aufmerksamkeit zukommen lassen, wenn die anderen Felder gemacht sind. Lasst jetzt erstmal hier wirklich diese wichtigen Felder hier abarbeiten. Und es sind wirklich elendig viele Felder, Leute. Es sind elendig viele Felder. Wie sieht es hier wieder aus? Da werden jetzt Steine angeliefert. Sehr gut. Da kommen die nächsten zwei Steine und dann wird die Hütte hier auch fertig. Gut. Und wieder einmal ist jemand an Altersschwäche gestorben. Ja, da hat wohl jemand den Winter nicht mal erreicht, statt ihn zu überleben. Aber es gibt hier auch wieder Geburten. Was ich sehr, sehr gut finde. Arbeitsgebiet erschöpft Stein holen. Ja, dann finde ich ja, bin ich ja froh, dass ich das nächste Arbeitsgebiet Stein holen schon definiert habe. Ja, hier gibt es keine Steine mehr. Ah, doch, hier, da gibt es noch einen Stein. Aber eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Erstmal hier die ganzen Felder. Aber ich würde behaupten, wir schaffen das. Es sieht gut aus. Haben jetzt schon 128 davon. Das ist so krank. Ist so krank. Warte mal, ich möchte jetzt hier dann noch mal so ein Heuhaufen irgendwie hin machen. Was ist denn hier so hin? Brauchst du ja nur einen Stock? Irgendjemand muss sich halt darum kümmern. Boah, das bleibt aber trotzdem jetzt hier wirklich eine anspruchsvolle Aufgabe. Ah, die Hütte ist fertig. 76 können wir jetzt hier machen. So da, als ob man das Ding auf der Leiche gebaut hätte. Die Arme... Oh, sie ist weggespawnt. Okay. Sie ist einfach schon mal weg. Leute, kümmert euch doch bitte um das Zeug. Okay, jetzt wird auch draußen eine ganze Menge gemacht. Wir werden es wieder nicht auf Anhieb schaffen. Da kommt wieder ein Händler. Ich lasse sie aber trotzdem. Ich werde diese Felder so lassen. Ich werde sie so lassen, weil es uns zeigt, dass wir auf jeden Fall noch mehr erreichen können. So, hier werden wieder Pferde am Start. Bronze, Brot. Tannine, nein, aber
Erde. 133 Getreide. So viel Fleisch. So viel geräuchertes Fleisch. Das ist der absolute Wahnsinn. Das kostet mich so ein Pferd. 280. Komm, ich hau jetzt einfach mal ein bisschen was raus. Das ist totaler Humbug, dass wir so viel davon haben. Das geht alles. Das wird alles nur schlecht. Das wird alles nur schlecht. Ich brauche das alles gar nicht in dieser Menge. Immer mal hier auf 100. Das behalte ich auf jeden Fall. Feuersteinaxt, Feuersteinspeer, normaler Bogen, alles weg. Jetzt sind wir bei der Hälfte. Kupfermesser brauchen wir alles nicht. Genauso wie die Kupferaxt brauchen wir alles nicht. Kupferspeer, nein, brauchen wir nicht. Wir machen inzwischen in Zinn. In Bronze. Und dann haben wir nochmal ein Pferd gekauft. Wir haben nochmal ein Pferdchen gekauft, Freunde. Und jetzt gucken wir mal, ob die jetzt immerhin, also sie scheinen 5 Felder zu schaffen, fast 6 in der entsprechenden Zeit. Nur wenige Erntewerkzeuge. Ja, ist mir aufgefallen. Ist mir aufgefallen. Eventuell soll ich die Zahl der Erntewerkzeuge insgesamt erhöhen. Okay, also die haben es echt geschafft, die meisten Felder abzuernten. Also 5 Felder schaffen wir. Wenn wir das jetzt hier in Kombination nehmen, kann man sagen, sie schaffen fast 6 Felder. Aber mehr werden wir nicht schaffen. Ein bisschen Flachs haben wir auch noch organisiert, das ist ja auch wichtig. Da kommen jetzt noch mehr Menschen. Und kurz vorm Winter halt nackt. Super. Aber es sind eher Wollklamotten, die brauchen. Nochmal Wissen plus 3. Geil, für eine erhöhte Bevölkerung. Und jetzt ist der Winter da. Der Winter naht nicht nur, er ist da, meine Damen und Herren. Ich bin der Meinung, dass wir das jetzt auch noch umbauen. Wir brauchen mehr Wohnraum. Aber wir machen nur eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Und, genau, wir wollten ja auch noch das hier machen. Typische Winterarbeit, die Mauern ausbessern. Zumindest bei uns. In echt hätte man das, glaube ich, nicht im Winter gemacht. Sondern eher so im Frühjahr. Wobei ich es nicht weiß. Ich kann das schwer beurteilen. Keine Ahnung, weil man normalerweise sowas getan hätte. So. Dann sage ich, dass hier gleich schon mal die Mauer hin kann. Und das da auch noch upgraden, please. Und wenn da jemand durchläuft, kann ich das nicht machen. Und Freunde, die Mauer schaffen wir diesen Winter. Oh, lol. Okay, wenn ich das gewusst hätte. Einfach doppelklicken und habe ich alle ausgewählt. Wieder was gelernt. Wie immer auf die harte Tour. So, dieses Mal haben wir aber wirklich eine ganze Menge an Heu oder in dem Fall Stroh. Wir haben eine ganze Menge an Getreide. Nur noch wenige Stöckis. 100 Bier haben wir schon gemacht. Gott seid ihr drauf. Ja, sie mögen Bier. Sie mögen Bier. Wir haben auch nie viel auf Lager. Sie mögen Bier. Das kann man mal so festhalten. Naja, gut, wer kann es ihnen verdenken? Jede Menge Holz haben wir jetzt wieder. Und die Steinmauer nimmt Gestalt an. Lass es jetzt mal hier auf dem Achtfache laufen. Kein Grund, es nicht zu tun. So, das wurde jetzt hier abgebaut. Muss das hier wieder aufgebaut werden. Tragen jetzt hier alles schnell zusammen. Insgesamt wird hier eine ganze Menge Zeug zusammengetragen gerade eben. Guckt euch mal dieses Gewusel an. Es ist der Burner hier. Wir haben so viel Fleisch. Ohne Witz. Das ist so unfassbar viel Fleisch. Fehlen noch ein paar Steinchen. Gut, Steine konkurrieren gerade eben schon ziemlich krass um die Orte, wo sie hingebracht werden sollen. Ich denke, ich muss hier die Prio einfach mal hochsetzen.
Wir haben momentan zu wenig Platz für Einwohner. Guckt euch das mal an, wie schnell das Stroh hier verschwindet. Die Tiere fressen einem echt die Haare vom Kopf. Sind wir schon runter auf 45 Stroh, 43. Ach du Arzt. Aber der Wind ist auch gleich rum. Damit hätten wir den Winter jetzt mal wirklich blitzschnell rumgebracht. Sehen wir noch mal jemand arbeiten. Ein Pferd wurde geboren. Oh ja. 6 Punkte noch, Leute. 6. Der lädt ja aber gerade eben ordentlich auf. Gefällt mir. Und der Winter ist vorbei. Nochmal ein Punkt, Winter überlebt. Nochmal 3 Schweine geboren. Ey, ich glaube echt, dass wir jetzt die Tiere auf einem Level haben, wo man sagen kann, die tragen sich jetzt selbst. Ja, jetzt haben wir angeblich wieder nicht genug Platz in den Ställen für die Tiere, aber ganz im Ernst. Das sind Warnungen, die schießen sich in den Wind mit einem Lachen. Haha. Denn wir haben es, wir werden es trotzdem irgendwie hinbekommen. Easy going. Mir fehlen immer noch 3 Steine. Müssen die Leute hier das hier wieder arbeiten. Aber insgesamt ist es halt echt so, dass das Spiel ab einem gewissen Punkt dazu neigt, dass man halt einfach es sehr schnell laufen lassen kann. Ne? So im Endgame wird immer so ein bisschen schneller, habe ich so den Eindruck. Man wartet eigentlich nur noch darauf, dass gewisse Dinge passieren. Und mal wieder ist jemand an Altersschwäche gestorben. Ah, da haben wir mal so ein Pferd. Schick, schick. Wie viel haben wir jetzt eigentlich noch? 18 Stroh. Ich fände es voll gut, wenn jetzt hier mal jemand das Ding bauen würde. Ohne Witz. Fände das echt gut, wenn das jetzt mal jemand machen würde. Viele Steine habe ich denn? 4. Kann ich aber irgendwie nicht die Priorität erhöhen. Ich könnte doch sagen, dass 2 Leute das machen sollen. Das wäre gerade eben schon vernünftig. Und wieder einmal regnet's. Und wieder ist jemand gestorben. Gorant, wir kannten dich nicht, aber mach's gut, wo auch immer du hingegangen bist. Ach, sie düngt das Feld. Cool. Da denkt mal wieder jemand mit. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Jede Menge Getreide. Wird gerade eben Wasser organisiert, um wieder Bier herzustellen. Also seitdem wir Bier haben, sind die Leute glücklicher. Dieses Spiel lehrt uns, Alkoholismus macht glücklich. Ja, nicht so ganz. Sollte man ein bisschen mit Vorsicht genießen, sowas. Oh, wieder ein Händler ist da und ein neuer Mensch wurde geboren. Was guckt wie sich denn das hier an? Ach, das ist der Händler. Hallo Händler, du hast 4 Vieh dabei und sonst ansonsten eigentlich überhaupt nichts Interessantes, außer vielleicht diese Bronze. Ich nehme diese Bronze und schenke dir dafür Fleisch. Leinenstoff. Ach, den nehme ich auch noch, komm. Ich gönne mir das jetzt hier an der Stelle einfach mal. Wir haben so viel von dem Scheiß. So, damit der Händler auch wiederkommt. Er weiß, bei uns lohnt sich der Handel. Ist komischerweise immer noch niemand am Arbeiten. Hallo! Entschuldigung, aber da läuft tatsächlich ein Wissenspunkt rum. In Form von 2 kleinen Frischlingen. Da kann ich leider nicht anders. Wie es aussieht, sind die ganzen Felder schon wieder vorbereitet. Das müssen wir bloß noch schaffen, sie irgendwann mal im Herbst auch mal aus zu Dingenskirchensen. Ressourcenlimits. Ich denke, dass wir, warte mal, hacken sollten wir erhöhen, dass wir mehr Leute haben, die darin arbeiten können, beziehungsweise sicheln.
Wir machen es lieber mit den Sicheln, genau. Wir brauchen mehr Sicheln, Leute. Aber wir sind sowieso noch lange nicht am Limit. So, der hat ein Kurz... was? Kupferspeer, ich habe schon Kurzspeer gelesen. Na? Er schleicht sich an und wird das Ferkelchen mit einem Wurf töten. So, komm schon. Wie auch immer es entkommen konnte. So, geschafft. Das gab nochmal einen Wissenspunkt, auf den hatte ich es abgesehen. Fehlen uns jetzt noch 4. Warnock ist an aller Schwäche gestorben. Kann ich irgendwo jetzt noch ein paar Punkte herzaubern? Ich könnte noch mal ein paar Handwerkschuppen bauen. Ich könnte noch mal 2 Kupferminen bauen. 2 Hinkelsteine aufstellen. Das schaffe ich nicht. Gemeinschaftshaus. Ein weiteres Gemeinschaftshaus. Das ist ja gerade eben das, was wir gerade eben machen. Noch mal plus ein Punkt für Leder. Wir haben 100 Leder jetzt hier. Das ist doch gut. Ich plane jetzt hier schon mal die nächste Kupfermine. Wenn ich sie gebaut habe, wisst ihr, bekomme ich da auch nochmal was angerechnet dafür. So, Kupfer. Wir planen sie. Diese Hütte ist jetzt auch gleich fertig. Zack, nochmal plus 1. Es fehlen noch 2 Punkte. Klappe 2 Punkte fehlen. Und wir müssen noch mehr Hütten upgraden. Ich gebe bisher einfach mal gleich mal 2 in Auftrag gleichzeitig. Die Mauerwerke hier. Auch noch nicht fertig. Ist interessant. Wir scheinen gerade eben mal wieder starke Arbeitsbelastung zu haben. Ja, kann man so sehen. Das ist der Donner und Blitz, ey. Schade, dass die Mauer nicht irgendwie ein Sternchen geben. Wisst ihr, das wäre eigentlich auch cool, wenn das irgendwie den Ruhm noch erhöhen würde. Weil die Leute sich sagen würden, hey, hier ist safe. Lohnt sich hierher zu kommen. Ich kriege immer noch epische 50 Punkte. So, komm, baut mal schneller, Leute. Frühling ist gleich rum, dann haben wir wieder Sommer. Das ist das Lustige, dass wir eigentlich nur noch, momentan nur im Frühling hier sind. Wir haben also tatsächlich noch Zeit übrig. Oh, warte mal. Fische. Roher Fisch. Wir stehen kurz davor, mit dem Fisch hier nochmal irgendwie Punkte zu machen. Oder mit der Wolle. Oder mit dem Leinenstoff. Das ist eine Menge, wo wir kurz davor stehen. Oder mit einem Schwert. Ein Schwert. Geht zwischen uns und den Punkten. Fände ich es gut, wenn jemand dieses Schwert machen würde. Sieht so aus, als ob das jetzt hier eventuell dieser Bronzebarren werden könnte, von dem wir reden, der ein Schwert hervorbringen wird. Na? Mehl. Okay, es war Mehl. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Mehl gab gerade eben plus 1. Und wenn wir das hier haben und das hier haben, haben wir nochmal plus 1 und dann sind wir in der Eisenzeit. Was für eine Ironie, dass wir mit Kupfer in die Eisenzeit kommen. Also ich meine mit dem Ausbauen von Kupferminen. Ihr wisst schon. Oh, damit haben wir die Punkte. Was? Ja, dann willkommen, Freunde. In der Eisenzeit. Eisenschmelzen. Braucht Eisenmine, Rennfeuerofen, Schmied, Stahlherstellung. Bäm. Eisenschmelzen freigeschaltet. Okay, jetzt brauchen wir den Rennfeuerofen. Der ist dazu in der Lage, noch mehr Hitze zu produzieren, so wie es aussieht.
Ja, wo mache ich den jetzt aber am dümmsten hin? Am besten da, wo der Schmied ist. Ich würde sagen, der Schmied kommt tendenziell wirklich eher so ins Zentrum des Ortes. Lass mich jetzt erstmal den Schmied planten, auch wenn es total doof ist, ich weiß, aber Schmied. Schmied ist jetzt hier so eine zentrale Rolle im Dorf. Und dahin und direkt daneben kommt der Rennfeuerofen hin. So. War ja auch in echt so. Schmied war in der Regel immer eine sehr, sehr wichtige Persönlichkeit in einem solchen Dorf, auch schon auch bis ins Mittelalter hinein. Nochmal plus eins Wissen für 1000 Brot. Und jetzt müssen wir mich mal gerade immer umgucken, was wir uns als nächstes holen wollen. Für 12 Punkte könnten wir die Wasserkraft holen. Da könnten wir die Wassermühle machen. Oder die verstärkten Befestigungen. Oder backen. Dann kann ich einen Ofen herstellen. Ich weiß es gerade eben nicht, aber ich bin irgendwie für die verstärkten Befestigungen. Irgendwie bin ich da dafür. Aber wir werden jetzt trotzdem das Kupfer, was wir jetzt da abbauen können, jetzt erstmal noch ordentlich verarbeiten. Auch wenn wir jetzt hier mit dem Eisen so nebenbei jetzt hier schon rangehen können. Das Spiel fängt echt an zu ruckeln so ein bisschen, wenn jetzt hier so viel los ist. Zumindest immer wieder mal so ganz, ganz kurz. So, baut den Schmied, Freunde. Der Rennfeuerofen ist auch schon da. Können wir gleich mal gucken, was dann hier was sie kostet. Rennfeuerofen gebaut. Da brauchen wir einfach Eisen und Kohle. Einfach im Verhältnis 1:1. Und dann haben wir hier Möglichkeit. Also ganz im Ernst, Eisen scheint günstig zu sein. Eisen scheint sehr günstig zu sein. Weil es halt einfach nur ein 1:1 Verhältnis ist, ne? Aber wie gesagt, ich werde das trotzdem jetzt einfach alles abbauen. Das kann man einfach parallel laufen lassen. Und dann sollen die Leute einfach sich das hier, die besten Sachen holen. Ihr seht, das ist noch nicht das allerbeste. Stahl wäre das allerbeste. Irgendetwas schreit in mir, geh direkt zu Stahl, geh direkt zu Stahl, geh direkt zu Stahl. Das ist etwas, was in mir schreit. Einfach direkt in Stahl sich organisieren. Hallöchen, Mäuerchen. Aber wir machen das so nicht. Wir werden erstmal die Befestigungsmauern machen. Ne? Das ist aus meiner Sicht das Sinnvollste. Und die dann upgraden. Was fehlt denn hier noch? Noch ein paar Steine. Die werden aber gerade eben auch abgebaut. Also es sind überall Steine, die fehlen. Halten wir das mal fest. So, Eisenmine wurde gebaut. Eine saubere Sache ist. So, mehr. Wow. Ruckel. Ruckelmann und Söhne. Was kommt da an? Da kommt nochmal Zinnerz an. Also die sollen jetzt erstmal. Oh. Mit dem wir dann Altersschwäche gestorben. Wir haben jetzt 100 Bronze schon gesammelt. Gibt auch nochmal plus 1 Wissen. Läuft. Was? Oh, ein Karren ist nicht mehr nutzbar. Aber das ist nicht schlimm. Was war das jetzt? So eine bedrohliche Musik, als ob irgendwas Wichtiges passieren würde. Warte eben mal. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwo wieder von irgendwelchen Räubern gleich angegriffen werde. Manchmal ist die Musik ja der Bote dessen, was geschieht. Aber in dem Fall scheinbar nicht. Nö, in dem Fall scheinbar nicht. Was wir alles sammeln, ey, ist der Wahnsinn. Ein Händler ist gekommen. Wo ist dieser Händler? Da ist dieser Händler. Er hat Vieh dabei.
Er hat Eisenerz dabei. Ja, das ist ja schön und gut, aber 13 Schwerter, als ob er von irgendwas wüsste. Wollstoff. Nee, ich brauche diesen Händler gerade eben nicht. 100 Wolle haben wir jetzt gerade eben gesammelt. Und bei 7 Punkten. Also wir machen gerade eben mal wieder so einen richtigen Ruck an Punkten, ne? Boah, ich habe keine Ahnung, warum das so ruckelt. Ich werde wahrscheinlich nach dieser Aufnahme kurz mal das Spiel speichern und nochmal neu starten. Mir Dinge gefallen mir nicht, wenn das immer wieder so ruckelt. So viel ist jetzt hier auch nicht los. Das Ding beschwert sich immer noch, dass wir nicht genug Platz für unsere Tierchen haben. Wir haben ein Tier zu viel. Wisst ihr, Spiel. Also, calm down, Baby. Man muss nicht jedes Mal so einen Stress schieben. Kann ich diese Meldung irgendwie ausmachen? Ich fände es gut, wenn ich sie ausmachen könnte. Aber ich glaube, das geht nicht. So, wir sind jetzt kurz vorm Winter. Kurz vorm Herbst, wo wieder mal die große Erntezeit ins Haus steht. Boah, verdammt. Macht jetzt endlich diese Hütten fertig. Steine sind wieder erschöpft. Ja, dann müssen wir wieder woanders. Boah, das ruckelt gerade eben wieder gesehen. Echt leid, dass es so ist, aber es ist halt so. Mehr Steine. Er hat auch nochmal 3 Steine dabei. Ich finde schade, dass sie dass die nie Karren voll machen. So sind, also die machen die Karren schon manchmal voll, aber nicht so oft, wie ich es mir wünschen würde. Wieder jemand gestorben. Kommt, jetzt baut. Und da sie einen Stein haben. Irgendeiner soll da einen Stein hinpacken. Niemand packt einen Stein, wie ich gerade eben sehe. Großartig. Wenn ich so schnell wie möglich machen, wie ich will, es interessiert keine Sau. Diesen Ort. Die machen doch sowieso alle, was sie wollen. So, hier wird nochmal was abgebaut. Jetzt mach doch endlich hier. Also entweder soll die Mauer noch fertig werden in dieser Folge oder diese Hütte. Eins von beiden hätte ich gern. Da wurde wieder irgendwas geschlachtet gerade. Wisst ihr, das gemein ist? Der Esel hat es gerade eben hierher transportiert, ne? Und wurde jetzt gerade eben geschlachtet. Also die Leute sind hier drauf. Die Leute sind hier drauf, ey. Okay, jetzt haben wir schon ein paar Tiere drüber. Ich habe das Gefühl, dass die Mauer gleich fertig ist. Krankheit beträchtigt die Feldfrüchte, Gerste, 19 Mal. Nein! Ich wusste gar nicht, dass es geht. Okay, darum kümmern wir uns am besten beim nächsten Mal, liebe Leute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit, ne? Für Sie und ja, ade.